Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Von den Krisenentwicklungen der vergangenen Wochen und Monate hat eine Branche profitiert, nicht nur eine, aber eine eben auch, nämlich die der Lebensmittelhersteller, insbesondere die der abgepackten Lebensmittel oder Packaged Food, wie es die Seite von Finviz klassifiziert. Viele Amerikaner haben nämlich in den vergangenen Wochen und Monaten feststellen müssen, dass Restaurants geschlossen waren, dass der beliebte Imbiss um die Ecke gar nicht mehr offen hat. Wenn man nicht zur Arbeit geht, dann wird man in seiner Wohnung entdecken, dass man eine Küche hat und sich gelegentlich auch selbst mal ein Ei in die Pfanne schlagen müssen. Davon haben viele Unternehmen profitiert und wenn wir uns bei Finviz anschauen, die Branche Packaged Food und da nur die eine Dividende ausschütten, dann kommen wir auf eine Liste von 18 Firmen, von denen immerhin die Hälfte seit Jahresbeginn eine positive Performance aufweist. Die größte Firma nach Marktkapitalisierung, das ist Kraft Heinz und die haben gerade ein frisches 52-Wochen-Hoch markiert. Aber auch viele andere Firmen aus der Branche, eben General Mills oder Hormel Foods oder McCormick oder Kellogg, notieren in der Nähe ihrer 12-Monats-Hochs. Das ist die Frage, die mich jetzt erreicht hat. Ist Kraft Heinz jetzt schon wieder ein Investment wert? 4,65% Dividendenrendite, das klingt doch ziemlich verlockend. Nun nehmen wir den Wert heute mal unter die Lupe. Als erstes die Fast Graphs. Die zeigen uns, dass laut Fast Graphs Kraft Heinz tatsächlich leicht unterbewertet erscheint. Allerdings ist der Gewinn pro Aktie seit Jahren rückläufig. Wir sehen auch, dass die Dividende 2019 von 2,50 Dollar auf 1,60 Dollar gekürzt wurde und seitdem ist sie auch nicht wieder angestiegen. Die 4,65% Dividende mögen ein Puffer sein, der für das Zuwarten auf wachsende Gewinne entschädigt. Allerdings würde ich sagen, entweder man ist mit einem Investment zu spät dran, dann hätte man nämlich im März einkaufen müssen, als die Aktie 20 Dollar gekostet hat und nicht jetzt, wo sie 72% teurer ist. Oder man ist zu früh dran, weil man eben auf steigende Gewinne wartet, die wir noch nicht haben. Also müssen wir in die Prognosen gucken, was gibt's denn von den Analysten für Gewinnprognosen für die nächsten Jahre. Und hier sehen wir, dass es 21 Analysten gibt, die für die nächsten Jahre Prognosen abgegeben haben und sie prognostizieren einen jährlich schrumpfenden Gewinn von durchschnittlich 4,43% bis Ende 2022. Schrumpfende Gewinne, das ist das Gegenteil von Wachstum, das ist auch nicht das, was ich möchte in meinem Depot. Jetzt kann man natürlich ketzerisch fragen, taugen denn die Analysten überhaupt etwas? Ja, schauen wir uns an, wie gut die Analysten das Unternehmen einschätzen. Und wir stellen fest, die 21 Analysten sind in der Regel zu optimistisch. Oder andersherum, Kraft Heinz schafft es auf Einjahressicht in über 50% der Fälle nicht, die Analystenprognosen zu erfüllen. Und auf Zweijahressicht sind es auch nur 50%. Also wir bewegen uns hier im Reich des Zufalls. Was fällt noch auf? Nun, die Zahl, an der man am wenigsten tricksen kann, das ist der Umsatz. Und wenn wir uns den anschauen in den letzten 3, 4 Jahren, dann stellen wir fest, der ist von über 26 Milliarden auf unter 25 Milliarden in den vergangenen Jahren gefallen. Das ist also auch nicht unbedingt Wachstum. Eine zweite Kennzahl, die mir zu denken gibt, ist die Gewinnmarge. Wenn ich hohe Gewinnmargen habe und die Gewinnmargen halten oder steigern kann, dann habe ich eine Preissetzungsmacht im Markt. Das heißt, ich kann dem Verbraucher diktieren, was er für meine Produkte zu zahlen hat. Microsoft macht das sehr gut. Apple macht das sehr gut. Kraft Heinz kann es nicht. Wir sehen nämlich hier sowohl die Brutto- als auch die Nettogewinnmargen rückläufig. Sie fallen also und im vergangenen Jahr, also 2018, das letzte Jahr, wo wir das vorletzte Jahr, wo wir Zahlen vorliegen haben, da waren die Nettogewinnmargen sogar negativ, weil man hier einen Verlust erwirtschaftet hat.
Noch eine Zahl springt ins Auge, das sind die Assets der Firma. Die Assets der Firma sind in den letzten 3 Jahren um 19 Milliarden Dollar gefallen. Woran liegt das? Nun, man hat Abschreibungen vornehmen müssen im Bereich der nicht materiellen Vermögenswerte, nämlich beim Goodwill. Mit anderen Worten, man hat zu teuer zugekauft in der Vergangenheit. Und bei den Other Intangible Assets, also insbesondere den Marken, den einzelnen Lebensmittelmarken, die Kraft Heinz besitzt, da sind also 19 Milliarden abgeschrieben worden in den vergangenen 2 Jahren. Es stehen in der Bilanz allerdings noch 80 Milliarden, über 80 Milliarden an Intangible Assets drin. Das heißt, hier könnte auch in der Zukunft noch die eine oder andere Zeitbombe lauern. Mein Fazit: Im Augenblick ist Kraft Heinz eine Beobachtungsposition, aber es ist für mich deutlich zu früh, in so ein Unternehmen zu investieren. Zumal die Branche 2 große Besonderheiten hat, nämlich erstens, es gibt interessante Unternehmen, die man auch in der David-Fish-Liste finden kann, die teilweise über Jahrzehnte hinweg und über viele Wirtschaftskrisen hinweg ihre Dividenden jedes Jahr angehoben haben. Kraft Heinz gehört logischerweise nicht dazu, wenn sie 2019 die Dividende kürzen mussten. Der zweite Punkt ist, die Branche ist extrem schwierig. Sie ist ein gesättigter Markt mit ganz, ganz wenig Wachstum. Wer schon mal in Amerika weiß, dass der Durchschnitt war, der weiß, dass der durchschnittliche Amerikaner für sein Gewicht ein bisschen klein ist. Und deswegen kann man also auch hier die Verkäufe nicht unendlich steigern. Man muss also sehen, dass man originelle Produkte oder eben auch moderne Ernährungstrends für sich nutzen kann. Das sehe ich beides bei Kraft Heinz noch nicht. Also suchen wir uns Alternativen. In diesem Sinne, schön aufs Geld aufpassen. Ich wünsche uns viel Erfolg. Euer Nils Gajowi.